Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen World of Warcraft Legion Video mit eurem Brocken. Ja, in dem heutigen Video geht es darum, ich erkläre ein paar Makros für den Braumeister Monk, das ist der Tank. Ja, und damit wir auch gleich zur Sache kommen, fange ich auch gleich mal an, welche Makros ich da so ein bisschen zusammengebastelt habe für euch. Ja, als erstes habe ich mir hier einen etwas größeres Makro gemacht, das sozusagen den Jadeblitz und den Kranichkick sozusagen beendet, wenn ihr da drauf drückt. Es stoppt das, stoppt die Cast sozusagen. Wenn ihr das Makro drückt, ohne Shift oder Alt zu benutzen, macht ihr eine Provokation, also spottet ihr mit dem Makro ein Ziel. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, habt ihr das als Mouse Over. Es ist so geschrieben, dass es nur ein feindliches Ziel dann spottet. Also nicht, dass es dann aus Versehen auf einen Mitspieler irgendwie funktionieren würde. Dann drückt ihr einfach Shift, könnt ihr ja per Mouse Over. Das funktioniert jetzt an den Statuen nicht, weil die mir nicht feindlich gesonnen sind. Wie gesagt, haltet ihr Shift gedrückt, könnt ihr ein direktes Ziel mit der Maus anvisieren, das Makro drücken. Dann spottet ihr direkt das Ziel, was ihr mit Mouse Over anvisiert habt. Falls ihr mit der Statue spielen solltet, wenn ihr statt Speziallieferung hier den schwarzen Ochsen benutzt, dann werdet ihr mit diesem Makro, wenn ihr Alt gedrückt, Alt drückt und den Button drückt, dann macht ihr eine Provokation auf die Statue. Das ist dann ein Massenspott, da habt ihr dann, wenn da mehrere Ziele sind, spottet ihr die ganzen Ziele sozusagen als Massenspott dann direkt ab. Und ansonsten Target mit ganz normal Alt. Geht ihr einfach wieder auf das letzte Target, was ihr zuletzt anvisiert habt, sozusagen einfach wieder zurück. Ja, das war dann sozusagen das All-in-One-Makro, mit dem ihr Wirbelner Kranich-Kick unterbrecht, mit Alt und dem Mod auf ein Target sozusagen, die Ochsenstatue benutzt, mit Shift sozusagen und Mouse-Over ein feindliches Ziel spotten könnt. Ja, und sozusagen dann ganz normal mit Alt und dem Mod-Kombination sozusagen auf das Hauptziel wieder zurückwechselt. Dann habe ich hier ein ganz normales Makro geschrieben, Mod Alt. Wenn ich hier jetzt an den Boss zum Beispiel rangehe, drücke Alt und drücke, ich war zu weit weg, gehe hier hin, drücke Alt, dann mache ich meinen Blackout-Schlag. Wenn ich Shift gedrückt halte und auf das Makro drücke, dann mache ich hier mein Feuerodem. Und wenn ich es einfach nur so use, dann mache ich meinen ganz normalen Passiv einfach mit diesem Makro. Ja. Das war das denn. Das ist halt so eine drei Fähigkeiten in einem auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein Entgiften-Makro gemacht sozusagen. Ja, mit diesem Makro, wenn ihr das nutzt, ist ein Mouse-Over-Makro. Könnt ihr dann einfach Mouse-Over, also auf ein Ziel drüber gehen, drückt dieses Makro, dann wirkt ihr Entgiften auf ein direktes Ziel sozusagen. Wenn ihr einfach ganz normal das drückt, dann würdet ihr es einfach auf das Ziel wirken, was ihr gerade sozusagen im Target habt, wenn das Ziel nicht tot ist. So, dann habe ich hier noch ein Ad-Focus-Makro. Da macht ihr dann Provokation sozusagen auf ein Fokusziel. Das ist zum Beispiel vielleicht ganz praktisch, wenn man gerade im smaragdgrünen Albtraum bei den Drachen zum Beispiel ist, dann kann man sich den anderen Drachen als Fokus setzen. Dann kann man mit diesem Makro einfach einmal draufdrücken, castet direkt Provokation und spottet damit dann sozusagen das andere Ziel ab, ohne dass man es andauernd selbstständig ins Target nehmen muss. Hier ist einfach ein Slash-Focus, damit könnt ihr direkt ein Ziel, was ihr einfach anklickt, schon mal von Anfang an ganz schnell mit ins Fokus nehmen. Das Ganze habe ich nochmal sozusagen als Mouse-Over gemacht. Falls es mal irgendwie einen Wechsel gibt, könnt ihr hiermit einfach sozusagen hier, wenn ich jetzt euch das zeige, habe ich jetzt als Fokus. Wenn ich nochmal drauf drücke, sozusagen jetzt hier auf ein anderes Fokus, habe ich das. Wenn ich jetzt hier weggehe und sozusagen das nochmal drücke, dann geht das Fokusziel wieder weg. Und dieses Makro sozusagen auch ist, wenn das Ziel nicht mehr existiert, also wenn das Ziel tot ist, verschwindet das Fokus-Target bei euch automatisch und ihr habt dann sozusagen das Fokusziel nicht mehr. Ja, hier habe ich halt slash cast target focus. Das ist dann sozusagen, dass ihr ein Unterbrechen auf das Fokusziel macht.
Da braucht ihr dann jeweils, falls es mehrere Ziele sind und ihr merkt, okay, vielleicht ein anderer Spieler schafft es vielleicht gerade nicht zu unterbrechen, könnt ihr euch ein anderes Ziel mit diesem Makro sozusagen natürlich, ist das Ziel, was ihr im Fokus habt, wird dann sozusagen mit Sperrhandstoß unterbrochen, habt ihr sozusagen ein Unterbrechen auf euer Fokusziel direkt drauf. Ja, hier habe ich jetzt ein Makro zum Beispiel gemacht, das unterbricht den wirbelnden Kranich-Kick und castet danach, wenn ich drauf drücke, eine Provokation, ein Spott. Dieses könnt ihr natürlich variieren, wie ihr das möchtet. Zum Beispiel statt Cast Provokation könnt ihr dann, was weiß ich, Cast Fußfeger, Cast Feuerodem, Cast Fassieb, Cast Blackout-Tritt, Cast Sperrhandstoß. Da könnt ihr das variieren, was ihr hier hin haben wollt, statt Provokation. Könnt ihr das Ganze dann einfach jeweils variieren, damit ihr das für eure Situation spezifisch anpassen könnt mit eurem Monk. Ja, dann habe ich hier ein Slashcast at Player Schwelle gemacht. Das Ganze ist halt einfach ganz simpel. Sozusagen, ich kann drücken und ich caste die Skiwelle egoistisch einfach auf mich selber. Profitiere sozusagen einfach von meinem Heal selber, muss mir nicht mehr ein Ziel aussuchen, sondern kann das für mich spezifisch dann als Safe Heal auf jeden Fall nutzen. Ja. Die ganzen Makros, die ich euch jetzt natürlich gerade vorgestellt habe, schreibe ich natürlich wieder, wie immer, in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt sie euch dort direkt rauskopieren und natürlich benutzen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr diese natürlich jederzeit gerne in die Kommentarbox schreiben. Ich werde sie dann so schnell wie möglich beantworten. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr natürlich freuen. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne jederzeit einfach ein Abo dalassen, dann seid ihr natürlich immer auf den Laufenden, was ich gerade mache und wann ich gerade was mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.